herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Katz. Ich möchte euch heute mal ein richtig cooles Programm vorstellen. Vielleicht habt ihr ja selber auch schon mal davon geträumt, eure eigenen Songs zu komponieren und zu produzieren. Vielleicht auch nicht, aber spätestens nach diesem Video werdet ihr genauso begeistert sein von dem Programm wie ich und eure Songs werden nur so rauskommen. Ja, das Gute ist, ihr müsst nicht mal musikalisch besonders begabt sein. Einfach ein bisschen Freude am Experimentieren, das reicht eigentlich schon. Das Programm, von dem ich rede, heißt Studio One und das Beste ist, man kann das kostenlos herunterladen. Ich will jetzt auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern zeige dir gleich mal, falls du es noch nicht haben solltest, wo du das downloaden kannst. Danach werde ich dir mal die ersten Schritte zeigen, die man braucht, um einen eigenen Song zu komponieren. Und wir werden zusammen einen Song eben erstellen heute. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß. Zuerst gehen wir mal auf die Seite von PreSonus. Den Link stelle ich übrigens vielleicht unten mal rein, dass ihr das leichter findet. Ich bekomme dafür kein Geld bezahlt. Ich bin einfach nur begeistert von dem Programm. Also, ihr geht auf diese Seite von PreSonus Studio One for Prime. Also, das ist die kostenlose Version des Programms. Prime hört sich zwar irgendwie an nach Bezahlversion, aber genau das ist halt die kostenlose Version. Es gibt dann noch mehr andere Versionen für Profimusiker, die man bezahlen muss. Aber diese Version ist für uns völlig ausreichend. Add to Cart, das heißt, man legt das sozusagen in den Warenkorb, muss aber nichts bezahlen. Da steht es auch 0 Euro. Aber ganz wichtig, falls du noch minderjährig sein solltest, frag bitte trotzdem deine Eltern vorher, ob sie einverstanden sind. Denn man muss sich, um das Programm herunterladen zu können, registrieren, also einen Account anlegen bei PreSonus. Man gibt zwar keine Bankdaten oder so an, aber trotzdem solltest du deine Eltern fragen. Also hier muss man sich dann, wie gesagt, einloggen oder eben registrieren und dann kann man das Programm kostenlos runterladen. Und das kann man auch wirklich dauerhaft kostenlos nutzen. Ich denke mal, das kriegst du alleine hin. Deshalb werde ich jetzt gleich mal weitermachen und das Programm öffnen. Ich habe es natürlich schon runtergeladen. Es kann jetzt sein, dass bei euch am Anfang vielleicht eine Fehlermeldung kommt wegen den Lautsprechern. Also es kann sein, dass ihr hier dann noch was ändern müsst. Also mit Rechtsklick auf die Lautsprecher und dann kann man ja die Soundeinstellungen öffnen und müsstet halt hier das Mikrofon auswählen. Ansonsten kann es sein, dass eine Fehlermeldung kommt. So. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los und klicken mal auf einen neuen Song erstellen. Hier oben kann man den Songtitel gleich mal ändern. Seht ihr auch, wie ich heiße? Und ja, ich nenne jetzt meinen Song mal Katzenmusik. Alle anderen Einstellungen, die lassen wir erstmal so, wie sie hier sind. Und auch, dass wir einen leeren Song erstellen, also nicht Gesang, weil, also wenn ich jetzt anfange zu singen, das wird nicht lustig für euch. Und dann drücken wir mal auf OK. So, jetzt öffnet sich hier unser Bearbeitungsbereich. Ich will jetzt gar nicht vorab so viel dazu erklären. Ich denke mal Learning by Doing. Das Gute bei Studio One ist, dass wir nicht ganz von Null anfangen müssen, wenn wir einen Song komponieren wollen, sondern es gibt schon hinterlegte Musik. Das nennt sich Loops. Loop heißt ja, dass so eine Song- oder Musiksequenz ist, die sich immer wiederholt. Und das kann man ja in den Hintergrund setzen von unserem Song. Und dann haben wir schon mal eine Grundlage, auf die wir aufbauen können. Also, wir klicken jetzt mal hier rechts auf die Loops. Und da sieht man so verschiedene Unterordner. Ich mache jetzt mal alle wieder zu, weil ich hier schon drin war, sind die noch so offen. So, hier sieht man verschiedene Ordner. Bei mir ist das nach Stil im Moment sortiert. Man kann das auch nach Instrument sortieren, zum Beispiel
Dann sieht man hier, gibt es Bass oder Drums, Gitarre und so weiter. Ich lasse es jetzt mal so nach Stil sortiert. Und da könnt ihr ja einfach mal reinhören, was es da so alles gibt und ob da was dabei ist, was euch gefällt, was ihr so gerne als Hintergrundmusik für euren Song haben wollt. Also ihr klickt dann einfach die einzelnen Ordner auf und hier unten auf das Dreieck auf Play. Okay. Das ist also der Bass oder einer von den Bässen. Dann gibt es auch Drums. Da kann man überall mal reinhören. Hier gucken wir mal weiter, was bei andere drin ist. Und auf Synthesizer. Mal schauen, was da Schönes gibt. Ui. Ja, ich glaube, das nehme ich. Also ihr müsst ja nicht unbedingt das Gleiche nehmen. Drücken wir mal Stopp. So, wie schaffen wir das jetzt, dass wir diesen Loop als Hintergrund legen von unserem Song? Nichts einfacher als das. Wir schnappen das uns einfach und ziehen das hier rüber in das Feld. Und jetzt seht ihr, dass es hier automatisch eine Spur eröffnet hat. Also man kann hier so viele Spuren, wie man möchte, Audiospuren reinlegen. Und das ist sozusagen unsere erste Spur, wo die Hintergrundmusik läuft. Und hier sieht man dann so eine kleine Tastatur links. Da klicken wir jetzt mal drauf. Also hier ist jetzt noch Standard eingestellt. Man kann das auch verändern, also den Klang dann auch ändern, dass sich's anders anhört. So klingt's halt jetzt. Aber wenn man jetzt hier auf Default klickt, dann haben wir hier nämlich wieder diese verschiedenen Instrumente drin und können das abändern. Zum Beispiel mal einen Bass ausprobieren. Kann man hier am Kreuzchen rechts oben zu machen und hören uns das jetzt einfach mal an. Also wir springen erst mal wieder zum Anfang, indem wir hier oben einfach das an den Anfang klicken. Oder hier unten mit dem, wenn man auf das Viereck geht, dann springt das auch zurück, der Cursor. Und los geht's. Okay, das hört sich jetzt nicht so schön an. Dann gehen wir wieder auf die kleine Tastatur und probieren mal was anderes aus. Ach so, was passieren kann, also bei mir ist das am Anfang auch passiert, dass man gar nichts gehört hat. Also hier konnte man drücken und es kam kein Ton raus. Wenn das bei euch oder bei einem von euch so sein sollte, ist die eine Möglichkeit, dass man hier, wo keiner steht, alle Eingänge einträgt. Also bei mir war es dieser Fehler. Die zweite Möglichkeit ist in den Einstellungen, dass ihr dort einfach diese Soundkarte noch einstellen müsst. Also dazu geht ihr auf Studio One und auf Optionen, auf Audiogerät und stellt eben hier eure Soundkarte ein. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, hoffe ich mal. Okay, wir wollen jetzt noch die Hintergrundmusik ein bisschen verändern. Was gibt's denn da noch? Also Bass ist mir jetzt zu heftig. Synthesizer. Mal gucken, was das ist. Okay, das hört sich irgendwie ein bisschen nach Straßenbahn an. Was ist denn das? Ui. Okay, das ist Horrorfilm.
Den klassischen Synthesizer. Okay, jetzt wollen wir uns das wieder anhören. Also wir können hier unten auf das Viereck gehen und dann springt der Cursor zurück und auf dem Dreieck spielen wir es ab. Für mich hört sich das jetzt super an. Ich lasse es dabei. Ihr könnt ja, wie gesagt, eine andere Einstellung wählen, was euch am besten gefällt. Wie machen wir jetzt weiter? Ich würde jetzt mal gar nicht mit so vielen verschiedenen Loops experimentieren, sondern einfach mal den gleichen Loop nochmal nehmen, den aber ein bisschen bearbeiten, dass der anders klingt. Weil ich ja möchte, dass der mit einem anderen Instrument gespielt wird, kann ich den jetzt nicht hier hinten dran ziehen. Sondern ich muss eine neue Spur eröffnen. Und das mache ich hier, indem ich auf das Plus klicke. Okay, die Spur hat irgendjemand Bü genannt. Das war, glaube ich, mein Sohn. Ich würde es jetzt einfach mal so nennen wie die erste Spur. Moog 2. Als Typ wählen wir auch wieder Instrument aus, weil Audio würde bedeuten, dass wir selber singen. Das haben wir ja schon geklärt, dass wir das lieber nicht machen. Und da könnt ihr euch auch eine andere Farbe aussuchen, wenn ihr wollt. Und dann einfach auf OK klicken. Dann haben wir jetzt erstmal die zweite Spur und können das hier rüberziehen. Und es soll sich ja anschließen an den ersten Loop. Deshalb habe ich das jetzt genau hier bei der 5 hingezogen. Den Cursor mache ich mal hier an den Anfang. Und jetzt möchte ich das hier wieder abändern und gehe deshalb auf die kleine Tastatur. Und was ich jetzt ganz lustig fände, ist, wenn wir da was finden, was vielleicht ein bisschen höher klingt. Also hier stelle ich mal wieder alle Eingänge ein und hier suchen wir uns mal einfach was anderes aus. Mal gucken, ob wir was finden, was lustig klingt. Nee. Also da hört man jetzt gar nichts. Also das liegt jetzt aber nicht an meinen Einstellungen, sondern irgendwie an dem Instrument. Also das kann auch vorkommen. Matrix, was ist denn das? Okay. Das klingt mir jetzt ein bisschen zu nervig. Wurmi hört sich doch gut an. Würmer. Okay, das muss ich mal ausprobieren. Jetzt. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal zum Spaß. Wie man sieht, sieht man jetzt leider nicht mehr alles, aber wir können die Ansicht verkleinern, indem wir unten auf das kleine Dreieck, das nach oben zeigt, klicken. Dann wird die Ansicht kleiner und wir haben einen besseren Überblick. Und hier kann man auch wieder nach links spulen. Und weil es so schön war, fügen wir mal noch eine dritte Spur ein, wieder hier oben auf dem Plus. Die nenne ich jetzt halt Dark Moog 3 und wähle mir noch mal eine andere Farbe aus. So, da haben wir sie. Und ziehe noch mal den gleichen Loop rüber. Nachdem wir jetzt so was Hohes hatten, suche ich mir jetzt einfach mal ein tieferes Instrument raus. Jetzt gucke ich wieder bei den Synthesizern. Ich glaube, das hört sich immer noch am besten an. Und ich glaube, hier so Gothic. Das müsste sich ja dunkel anhören. Uiui. Okay. Egal, wir probieren das aus. Vielleicht hört sich's gut an. Thank you.
Okay, das ist ein also krasser Gegensatz, aber wie gesagt, zum Experimentieren ist das jetzt mal ganz cool. Wir machen es wieder ein bisschen kleiner, die Ansicht, damit wir alles im Überblick haben. Und bis jetzt spielt das ja kein Loop. Also wie du siehst, es läuft durch und dann hört die Musik auf und es läuft ja weiter, wo es ja keine Musik gibt. Wie machen wir denn das jetzt, dass wir einen Loop hören, also dass es immer wieder von vorne anfängt? Dafür klickst du erstmal auf deiner Tastatur auf Alt und hier oben in das Feld rein auf die Skala. Und jetzt siehst du, dass wir hier so einen grauen Balken oder eine Klammer gebildet haben. Und das ist der Loop. Den können wir auch so vergrößern oder verkleinern. Und wir ziehen den jetzt mal einfach über alle drei Musiksequenzen drüber. Der funktioniert jetzt aber trotzdem noch nicht, denn wir müssen ihn noch aktivieren. Und das machen wir hier unten. Das hier ist die Aktivierung für den Loop. Ich fange jetzt einfach mal gleich hinten an. Und jetzt werdet ihr sehen, dass der Loop, wenn er am Ende ist, dann immer wieder an Anfang springt. So, cool. Aber wir wollen ja vielleicht auch selber Noten einfügen. Das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen, denn wenn man einen Song schreiben möchte, dann muss man natürlich wissen, wie man Noten einfügt. Dafür schauen wir jetzt mal hier unten in diese Ecke. Den Browser können wir erstmal schließen, weil dann haben wir hier mehr Platz und gehen auf die Edit, weil wir ja editieren wollen. So, hier sieht man, da sind ja die Noten schon eingefügt worden von jemandem, der diesen Loop produziert hat. Da ist auch eine kleine Tastatur. Allerdings, genau das ist jetzt die erste Musiksequenz. Und wir könnten jetzt, wenn wir was verändern wollen, das direkt hier drin machen. Ich rate aber davon ab, ich würde immer eine extra Spur anlegen, weil wenn du hinterher feststellst, dass dir die Veränderung nicht gefällt, dann kannst du einfach diese Spur wieder löschen. Wenn du es aber hier drin gemacht hast, dann ist halt schwierig, das rückgängig zu machen. So, was könnten wir denn jetzt für Noten einfügen? Ich habe da so die Idee, dass man ja vielleicht noch so Hintergrund-Drums einfügen könnte. Gerade hier bei den Würmern. Dazu legen wir erstmal eine neue Spur an und nennen das mal Drums. Farbe. Nehme ich mal das. Okay. So, das hat jetzt hier eingefügt. Es kann auch sein, dass es bei dir ganz unten eingefügt hat. Das ist überhaupt nicht schlimm, denn man kann es einfach durch Drag and Drop hier nach unten ziehen. Also ich ziehe das jetzt mal hier in diese Spur, dass es direkt unter den Würmern ist, sozusagen. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, man kann jetzt hier, also hier unten fügen wir die Noten ein, aber das funktioniert erst, wenn wir hier die Spur auch richtig angelegt haben. Und das machen wir, also einen Takt eingefügt haben. Das machen wir, indem wir hier einmal doppelklicken. So, jetzt hat es hier den Takt eingefügt. Ich möchte aber, dass der nur so lang geht, wie diese Musiksequenz ist. Das heißt, ich kann hier anfassen mit der Maus und ziehe das einfach dahin. So. Und jetzt möchte ich hier mal einfach ein paar schöne Drums einfügen. Dafür gehe ich hier auf die Tastatur. Okay, das geht jetzt nicht. Man muss hier die Tastatur erst wieder einfügen. Und dafür gehst du nochmal unten und öffnest den Browser. So, wir sind ja hier noch auf den Loops. Wir wechseln jetzt zu den Instrumenten. Oder du gehst aufs Haus. Da hast du ja auch wieder alles und gehst da auf die Instrumente. Und jetzt müssen wir die Drums hier rüberziehen. Und ihr seht jetzt, es hat es gleich mit Presence 4 benannt und hat sich auch die Tastatur geöffnet. Okay, das hört sich für mich jetzt ein bisschen langweilig an. Wir probieren mal einfach ein paar verschiedene Drums aus.
Dance Drums hört sich doch gut an. Ja, sowas in der Art habe ich gemeint. Genau, also die nehmen wir jetzt mal. Und jetzt schauen wir mal, welche Noten wir da einfügen wollen. Ja, genau das habe ich gesucht. Okay. Und wie füge ich das jetzt ein? Ich mache hier einfach mal einen Doppelklick. So. Man sieht mal, haben wir es nicht nur hier eingefügt, sondern hier oben sieht man auch einen kleinen Strich. Jetzt probieren wir das einfach mal aus und machen hier im nächsten Takt noch mal so einen Doppelklick. Und hier noch mal bei 5/3. Jetzt hören wir es uns mal an, wie es sich bis jetzt anhört. Okay, die sind halt ein bisschen leise. Wie kann man das ändern? Und die restliche Musik ist halt sehr laut. Also auf jeden Fall kann man die Drums hier schon mal lauter machen, hier oben. Das ist die Lautstärke. Oder man kann die auch hier unten einstellen, zum Beispiel die Anschlagstärke. Dann klingen die vielleicht auch noch ein bisschen lauter. Aber ich lasse es jetzt erstmal so und höre mir nochmal an. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir können ja zum Schluss immer noch entscheiden, ob wir die Musik ein bisschen leiser machen, damit man auch die Drums besser hört. Ja, ich würde sagen, so vom Takt her passt das ganz gut und wir fügen das dann immer beim nächsten Taktstrich sozusagen ein. Und auch hier kann man einfach mit dem Dreieck zur Seite gehen. Oder wir verkleinern es, aber dann trifft man auch schlechter. Und hier oben seht ihr auch, wie weit ihr schon gekommen seid. Und hier sieht man das Ende vom Takt. Jetzt würde ich sagen, hören wir es uns nochmal an, ob man es so lassen kann. Okay, ich finde es cool. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt einfach mal so. Klingt halt schon irgendwie nach Katzenmusik, aber das passt ja auch. So, was machen wir denn zum Abschluss? Vielleicht machen wir hinten noch mal so eine Musiksequenz, wo dann zwei zusammenspielen. Es gibt hier noch eine gute Möglichkeit, wie man schnell duplizieren kann, ohne dass man jetzt alles noch mal einstellen muss. Und zwar klickst du dafür hier mit der rechten Maustaste einmal drauf und gehst auf Duplizieren. Oder hier steht's auch. Du kannst auch einfach auf der Tastatur D drücken, dann dupliziert das auch. So, dann haben wir jetzt nochmal genau das Gleiche und verschieben uns das. Ui, und muss erst mal anklicken, dass es markiert ist. Und dann kann man es verschieben. Hier ans Ende. Okay, ich verkleinere das nochmal. Den Loop ziehen wir jetzt auch bis hinter. Und ich weiß nicht, wenn wir das parallel laufen lassen, ist es, glaube ich, zu laut. Vielleicht nehmen wir da einfach die Sequenz vom Anfang nochmal duplizieren und markieren. Jetzt ist es nicht mehr markiert. Okay, jetzt ist es markiert und jetzt können wir das hier hinschieben. Und dann läuft das sozusagen parallel. Hören wir uns doch mal an, wie das sich anhört. Okay, ich würde da eigentlich fast die Drums noch mal dazu nehmen.
Ja, oder wir machen es, dass sich diese Sequenz nochmal alleine wiederholt und zum Schluss dann alles zusammen. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. So, also habe ich jetzt die erste Sequenz nochmal eins weiter geschoben. Dupliziere die anderen beiden. Und den Loop ziehen wir natürlich auch noch bis ans Ende. So, jetzt noch mal kurz reinhören. Also hier mal jetzt das Gothic. Ja, ich find's cool. Zum Schluss kommen halt alle zusammen, außerdem. Gut, wir können ja noch mal uns anhören, wie sich's anhören würde, wenn der auch noch dazu kommt. Aber ich glaube, das wird mir zu laut. Ja, ich finde, das ist ein bisschen zu viel. Also mit Rechtsklick kann man das auch wieder löschen. Einfach löschen gehen. So. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, es ist jetzt kein besonders ausgefeiltes, selbst komponiertes Lied, aber ich denke mal, die Grundlagen habt ihr verstanden und könnt dann auch hier unten durch Einfügen von Noten eure eigenen Melodien und Lieder komponieren. Und wir können den Song exportieren. Das machen wir hier oben, indem wir auf Song klicken. Ach so, bevor wir diesen exportieren, gehen wir mal auf die Songinformationen. Weil wenn du später den Song dir anhörst, auf deinem Handy zum Beispiel, dann soll ja hier angezeigt werden, zum einen, wie der Titel ist und zum anderen, wer den komponiert hat. Also Titel in meinem Fall ist Katzenmusik und Künstler, sage ich mal, so macht Katz das. Okay. So, jetzt wird immer, wenn du den Song abspielst, werden diese Songinformationen angezeigt. Da kann man, glaube ich, auch noch ein Bild von sich einfügen. Das macht man auf der Startseite direkt. Habe ich jetzt mal noch nicht gemacht. So, und jetzt können wir den Song exportieren, indem wir hier oben auf Song gehen und dann auf Mix exportieren. So, hier ändern wir nochmal den Dateiname ab. Und ich schreibe da wieder Katzenmusik hin und du schreibst deinen Titel hin. Dann muss man hier aufpassen, was wir exportieren, welchen Bereich. Wir exportieren halt alles, was innerhalb dem Loop ist. Ah, da fällt mir gerade noch was ein. Wir machen nochmal abbrechen. Ich habe nämlich festgestellt, dass das hier hinten ein bisschen abgehackt klingt, wenn das genau da endet. Also deswegen ziehen wir den Loop ein kleines bisschen länger, weil dann klingt das Lied noch ein bisschen aus. Also. Ja, kann man ruhig so ein Stück länger ziehen. Es klingt einfach besser. Also nochmal auf Song Mix exportieren. Name eintragen. Der Bereich, der exportiert wird, ist der Loop-Bereich. Natürlich kann man auch individuell markieren, von wo bis wo man exportieren möchte. Den Rest würde ich sagen, lassen wir einfach so. Es wird als WAV-Datei exportiert und drücken auf OK. Da kriegt man dann immer so eine schöne Meldung, dass es Übersteuerungen gibt in dem Song. In dem Fall ist mir das aber erstmal ziemlich Wurst und wir behalten den Song natürlich und wollen ihn nicht löschen. Hier wird es jetzt angezeigt und ich würde sagen, wir hören den uns jetzt einfach mal an. Thank you.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht seid ihr ja auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, so macht Katz das. Dem Kanal mit Tutorials bunt gemischt wie das Leben. Und nicht vergessen, einfach machen. Tschüss!